Was tun, wenn der VdK mich bei der Bearbeitung meiner Erwerbsminderungsrente einfach hängen lässt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir haben im Rahmen einer Schnellfrage einen Kunden bekommen, der Mitglied beim VdK ist und dort eine Erwerbsminderungsrente bearbeiten lässt. Er bezahlt dort einen Jahresbeitrag und der ist relativ moderat. Und unser Kunde hat natürlich da auch eine gewisse Erwartungshaltung. Und leider ist es so, dass der VdK nach Ansicht unseres Mandanten hier die 6 Jahre Zeit braucht, um die EM-Rente zu bearbeiten. Und das ist für ihn einfach viel zu lange. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie geht es jetzt weiter? Macht es jetzt Sinn, sich einen neuen Anwalt zu nehmen oder sollte man vielleicht doch andere Schritte gehen? Und da können wir unserem Kunden wirklich nur raten. Werden Sie erstmal selbst aktiv. Das heißt also, suchen Sie den Kontakt zu Ihrem VdK-Sachbearbeiter. Machen Sie bitte mit ihm einen Termin aus und fragen Sie dort nach, was eigentlich los ist. Aber bevor Sie zu diesem Termin gehen, nehmen Sie sich bitte ein Blatt Papier zur Hand, einen Stift und schreiben Sie einfach auf, was Sie für Fragen haben, was Sie für Probleme haben. Ob es vielleicht sogar ein Kommunikationsproblem zwischen Ihnen und dem VdK-Sachbearbeiter gibt und. Und wenn Sie dann gut bewaffnet mit diesem Zettel zum VdK gehen und den Termin wahrnehmen, dann stellen Sie dem VdK-Mitarbeiter, der Ihre EM-Rentengeschichte dort bearbeitet, wirklich die Fragen, die Sie vorbereitet haben. Bombardieren Sie ihn bitte nicht gleich am Anfang mit Vorwürfen, warum er denn nichts macht und Sie sind doch Mitglied und Sie bezahlen Ihren Beitrag und so weiter. Das hören die jeden Tag, damit können Sie den nicht fangen. Sondern fragen Sie ihn einfach mal zum Beispiel, ob er denn ein Problem mit Ihnen hat. Und wenn ja, was das Problem eigentlich ist. Nerven Sie ihn vielleicht oder gibt es überhaupt keine Kommunikation? Wo ist der Stand bei dem EM-Rentenverfahren? Sie möchten bitte mal in die Akte reinschauen. Und dann sehen Sie schon, was da eigentlich los ist. Vielleicht fehlen ja auch medizinische Unterlagen. Vielleicht wartet er ja auch auf irgendetwas oder er hat sie schlichtweg vergessen. Das kann auch sein. Ja? So dass das hier eigentlich sozusagen stillroter See ist. Und genau das lösen Sie ja letzten Endes mit diesem Gespräch auch auf, indem Sie ihm sozusagen zum Handeln auffordern. Vielleicht braucht er das letzten Endes auch mal so, ich sage es jetzt mal salopp gesagt, diesen kleinen Tritt in den, Sie wissen schon. Wenn das alles aber, wenn Sie merken, dass das alles nicht greift in irgendeiner Art und Weise, dann empfehlen wir Folgendes, bitte noch nicht das Mandat niederlegen, sondern erst einmal, auch wenn es dann mit Folgekosten für Sie verbunden ist, gehen Sie bitte zu einem externen Rentenberater oder Rechtsanwalt mit Ihrem Sachverhalt und lassen Sie dort noch einmal prüfen, wie ist der Stand mit der Erwerbsminderungsrente? Was hat er für eine Sicht auf diese Dinge und was kann er Ihnen für Tipps geben? Es kann ja sein, dass der Rentenberater dann auf einmal zu Ihnen sagt, na gucken Sie mal hier können wir noch eingreifen. Und dann gehen Sie genau mit dieser Erkenntnis wieder zu Ihrem Mitarbeiter, der VdK, und sagen Sie ihm, du gucke mal hier, der hat das und das gesagt. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der VdK-Sachbearbeiter reagiert und handelt oder er lässt Sie wieder hängen. Dann empfehlen wir natürlich für den letzteren Fall, dass er Sie hängen lässt, in der Tat das Mandat gegenüber dem VdK niederzulegen und sich einen anderen Anwalt oder Rentenberater zu suchen. Aber da sollten Sie wissen, das ist dann wirklich mit Folgekosten für Sie verbunden. Das kann auch teuer werden und oftmals ist es ja auch so, dass Sie eine Rechtsschutzversicherung haben. Und fragen Sie auch einfach ruhig bei der Rechtsschutzversicherung an, ob diese dann auch so einem Vertreterwechsel oder Anwaltswechsel, wie auch immer man das jetzt bezeichnet, dann für dieses Stadium auch tatsächlich übernimmt. Das ist eine ganz einfache Anfrage und dann kriegen Sie auch meistens immer relativ schnell eine Antwort. Da Sie ja beim VdK selbst rechtsschutzversichert sind, wäre das bei einem Anwaltswechsel oder wenn Sie den Vertreterwechsel machen, mit Ihrer eigenen Rechtsschutzversicherung ja an sich überhaupt kein Problem. Ansonsten nehmen Sie sich bitte einen Anwalt oder Rentenberater vor Ort. Da gucken Sie einfach ins Telefonbuch oder gehen einfach ins Internet rein. Und wenn Sie das nicht möchten, können Sie natürlich gerne auch auf
unserer umfangreichen Beratungs- und Erwerbsminderungsrentenpakete auf rentenbescheid24.de zurückgreifen. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.